Oh, liebe Freunde der Volksmusik und leichten Unterhaltung, hier ist die Frau wieder. Ich wollte mal ein bisschen weiterspielen mit The Secret World und wollte das noch tun, bevor 20 Uhr ist oder was weiß ich. Heute Abend gibt es irgendwie Fußball und ich dachte, ich bin mal ganz nett und nehme mal Rücksicht auf den Mann, damit der Fußball gucken kann. Jo, es gab ein Update. Ein richtig großes, ein schönes Patch. Da haben sie halt eine Menge Bug gefixt. Wahrscheinlich irgendwelche Bugs, die ich noch gar nicht kannte. Aber ich denke, die sind ganz eifrig dabei, hier die Sache zu klären und so richtig rund ins Laufen zu kriegen. Grafisch finde ich es schon richtig nett. Das finde ich zum Beispiel auch eine ganz tolle Idee. Der Ladebildschirm, der halt farbiger wird, desto voller der Balken oder desto eher der Zeitpunkt kommt, dass es dann endlich mal voll ist. Aber ich meine, er hat mit Grau angefangen, jetzt ist er bunt. So, und nun sind wir drinnen. Ich wollte noch mal ein bisschen sehen, was man denn hier noch so alles machen kann. KP, Kraftpunkte. Sie haben einen nicht investierten Kraftpunkt. Das ist ganz toll. Jetzt kommt wieder die Ability Points are used to purchase the abilities that determine how a character fights. The ability wheel can be opened by pushing N. Abilities come in two varieties, active and passive. Actives are the abilities on the hotbar, which are activated during combat. Passives, once equipped, are not activated. Instead, they provide the player with a variety of effects, from modifying actives to cause additional damage, to providing the player with immunities and buffs. Each segment of the ability wheel contains 7 abilities. These abilities have an escalating cost from top to bottom. The cost of an ability is visible beneath the ability icon. The character's available ability points are displayed in the center of the wheel. Abilities must be purchased in order. Purchasing one ability will unlock the next ability in that cell for purchase. Tja, hab ich mir so gedacht. The ability at the end of any segment is known as an elite ability. Characters may only have one elite passive and one elite active equipped at any time. Once purchased, abilities can be equipped to the bottom left bar for actives or the bottom right bar for passives. Regardless of how many abilities a player owns, they are always restricted to 7 active and 7 passive at a time. Gut. Also 7 aktive und 7 passive. Gesammelt habe ich 5, steht hier. Kraftpunkte habe ich 1. Was heißt Mix? Habe ich das jetzt nicht mitgekriegt, ne? Naja, wieder ganz toll. Wind durch Gras, Himmel zerreißen, Flusssperrung, kann man tanzende Klinge, 3 AP, ich habe einen, ja. Flussquerung, Klippenlauf, Sinne schärfen, der Schnitzkünstler. Naja, da kann man wahrscheinlich jetzt nicht gleich hinten anfangen, sondern man muss wahrscheinlich hier vorne. Dafür braucht man aber 9 APs mit dem Rasenmäher. Okay. Hier brauche ich 3 APs. Da kommt jetzt bestimmt... Nein, wenn man versucht, das da drauf zu ditchen. Ah. Moment. Klingenflut. Das habe ich noch nicht. Es wäre sehr nett, wenn ich das nehmen könnte. Geht das? Kaufen, tatsächlich. Aha, und ich kann es auch ausrüsten. Ausrüsten. Ja, so geht es dann wohl immer weiter. Also jetzt habe ich hier noch was Schönes Neues. Ich denke mal, dass ich das auch gleich anwenden kann. I hope it's soon. Assets able, so wollen wir mal gucken. Ja, Outfit, keins.
Description, passive Kräfte, aktive Kräfte. Okay, man kann halt wohl durchs Outfit auch noch Sachen dazu bekommen. Hatten die ja auch so erzählt. Gut, gut. Wogende Klingen gibt es irgendwie mit 4 Punkten. Aber ich habe nur einen Punkt gehabt. Das heißt, ich hatte wahrscheinlich 2 und dann habe ich die dritte da drauf getan. Ich kann auch Schwäche enthüllen dafür. Das ist relativ praktisch, denke ich mal. Oder? Naja. Können wir ja im Moment jetzt eh nicht machen. Ausgerüstet, passiv ist schon Schwäche enthüllen, ausgerüstet. Gut, ich will mich jetzt damit nicht länger aushalten. Nee, aufhalten. Was? Nein, nein, Hilfe, mach zu. Ich erwische hier immer den falschen Knopf. Gott. Nein, nein, nein. So ja nun nicht, ne? Der Kühlschrank reizt sich da irgendwie jetzt eine kalte Coke rauszuholen. Dann gucken wir doch mal. Ein Beschwerdeformular. Das ist ja ganz lustig hier. Was sehen meine entzündeten Augen? Die hat entzündete Augen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ich frag mich wirklich, wo Sie alle herkommen. Aber wer es lebend bisher rein schafft, kriegt von mir Amnestie. Also, falls Sie früher mal ein paar Probleme mit der Polizei hatten, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, damit aufzuhören. Abgemacht? Nee. Okay. Doch. Ich bin Sheriff Bannerman. Und dieser hübsche kleine Notstand ist der letzte Rest meines Reviers. Erst haben wir versucht, möglichst viel von der Stadt zu retten. Mehr aus Nostalgie als wegen eines Verteidigungsplans. Wissen Sie, Kingsmith war nicht gerade ein Stück vom Paradies, aber es war unser. Jetzt nicht mehr. Irgendwas war schon immer unter dieser Stadt. Vielleicht ist das jetzt hochgekommen. Wenn es so ist, könnte ich nicht behaupten, dass wir es nicht verdient haben. Aber der Nebel und die Dinger darin waren nicht wählerisch, als sie kamen. Die meisten hatten keine Chance. Okay, ich sehe, Sie sind bewaffnet, aber das lasse ich jetzt mal durchgehen. Denn das müssen Sie auch sein. Das heißt jetzt aber nicht, dass Sie ein Deputy sind oder so. Wenn das Recht auf Waffentragen je angebracht war, dann jetzt und hier. Henry hat das Wort Gottes, diese Roger ihre Kristallkugel und Norma hat eine 12er Schrotflinte. Ich wette auf Norma. Norma ist cool. Gut. So viel zu Norma. Da kann man sich wohl Benzinkanister leihen. Ja, was gibt's denn hier noch? Versorgungsaktion. Dann gibt es eine Horrorshow und ein Dialog. Überlebende, die geheime Welt, möchte ich jetzt gar nicht so. Liste der vermissten Personen. Moment, da gibt es vermisste Personen. Da steht immer gleich. Oh, hey! Ja, hallo? Vermisste Personen. Also irgendwas müssen wir jetzt mal annehmen. Dann nehmen wir jetzt mal das mit den vermissten Personen an. So Leute suchen hört sich ja immer noch relativ einfach an. Und hier gibt es noch mal eine Liste der vermissten Personen. Wird durchgeführt. Eine Liste mit vermissten Personen dient als nüchterne Erinnerung daran, wie sehr das Leben aller durch die schrecklichen Vorfälle auf Solomon Island verändert wurde. Einige von ihnen sind vielleicht noch am Leben und benötigen Hilfe. Stufe 1 suchen Sie nach den Menschen, die auf der Liste in der Polizeistation stehen. Finden Sie heraus, ob sie leben oder tot sind oder etwas dazwischen. Ja, etwas dazwischen ist wohl ziemlich der letzte Kacke. Hey Jungs, sag mal, wir haben hier ein Problem. Wieso holt der die hier einfach rein? Sehr lustig. Ich will nicht wegen Ihnen noch eine Vermisstenmeldung rausgeben müssen, okay? Die Lady Margaret. Lady Margaret? Eine traumatische Erfahrung für alle Beteiligten. Bei Ihrer Rückkehr waren Sie völlig verändert. Jeder einzelne von Ihnen. Lady Margaret, ist das so weit die Lady Heather? So. Na, dann gucken wir doch mal. Hallo.
Die sind irgendwie alle versteinert. Das ist eine ganze Gruppe, die halten irgendwie warm zusammen und kuscheln sich da hinten um die Zombies. Bikini. Das ist ein Typ. Das ist meistens so. Da gibt es noch ein Telefonbuch. Lass mal in Ruhe umgucken hier. So. Dann gucken wir doch mal. Na, Kleiner? Ah, so war das. Moment, Moment, Moment. Ich muss hier erstmal gucken. Vor allem muss ich mal gucken, was jetzt meine dritte. Gut, also. Wenn man alles richtig macht, kann man mit drei so Schlägen den Zombie wegmatschen. Naja, da ist die 48, da fangen wir mal an. Scheint ja doch am nächsten zu sein. Ups. Hallo, Ladies and Gentlemen. Jetzt habe ich das wohl irgendwie verpeilt. So ganz klar komme ich mit diesen komischen kleinen Dingern da nun nicht. Ist hier einer zu Hause oder so? Kann hier auch keine Türen öffnen oder so. Okay. Ich dachte, ich kann da vielleicht so reingehen. 14, 15, 16, 10. Okay. Whatever it is. Hier ist jedenfalls nichts. Nichts, nix, go nix. So. Also, ja. Ich versuch's ja immer mal eine Tür aufzumachen, aber so einfach ist das bei mir nicht. Warte mal. Friedhof bietet sich wohl immer an, eine Kirche auch. Aber jetzt ist hier die Zahl wieder weg. Mensch, ey, gibt's hier keine Leute, die man mal anquatschen könnte? Oh, was ist denn das? Eigentlich erwarte ich jetzt hier NPCs, mit denen man reden kann und sagen kann, oh, wer bist du? Komm mal her, du kleines Schnurzelchen. Ich fürchte, irgendwann habe ich nicht mehr so viel Zeit, bis ich gezielt habe. Also hier dauert es ja noch richtig lange bei mir. Benutzen. Ich benutze einen Grabstein. Fragezeichen. Hilfe. Steht A. Oh, Moment mal. Ach nee, da steht gerade wieder einer auf. Ich bin irgendwie dem Quest jetzt wohl gerade nicht so ganz gewachsen, habe ich das Gefühl. Das ist ein teurer Verstorbener. Nicht so viel hier. Dran rumkloppen an dem teuren Kerl. Hätte ich herangeschrieben, das ist ein Zeher, hätte ich auch verstanden. Ah, sowas mag ich gerne. Gib her. So. Ist halt nicht so ganz klar, wie der DC funktioniert. Aber ich komme noch dahinter. So in 20 Jahren macht er da Magie. Wir können ja auch mal gucken, was die anderen machen. So, das war jetzt sowas Magisches. Jetzt heilt er sich offensichtlich auf, schätze ich mal. Oder er macht sich ein Schutzschild. Auf dass die anderen ihn nicht mehr Aua machen können. Gehen wir nochmal zurück. Warum der hier jetzt nicht irgendwie zum Ausräumen ist. Ich fühle mich hier so neu. DE. So. Nee, das ist ein Spieler. Das ist kein NPC.
Wäre ja eventuell möglich gewesen, hier auf dem NPC zu treffen. Oh, ein Segen. Gib mir den Segen, Kollege. So. Ein heiliger Ort ist schwer. Staub zu Staub ist wahrscheinlich auch sehr schwierig. Ach du liebes Lieschen. Und dann sehr schwierig. Die Gemeindekirche wird von alten Schutzzaubern der Illuminanten geschützt. Untersuchen Sie die Schutzzauber und versuchen Sie, ihre Funktion zu ergründen. Oh, ich bin ja jetzt schon total überfordert hier mit dem anderen. Lassen wir das mal erstmal, okay? Ich bin jetzt schon total überfordert, da irgendwelche Leute zu finden. Könnte man mir denn nicht irgendwie... Schmetterlinge, genau. Warum habe ich keine Schmetterlinge mehr, die mich irgendwo hinführen? 15. Da? Kenne ich nicht. Kenne ich nicht, steht nichts dran. Was mache ich denn da? Da komme ich nicht rein. Und da ist wieder das mit einem... Oh, ich kriege hier eine Krise. Christopher Martin finden. Warte mal, der ist auf 121. Joseph Rogers finden. Mary Booster. Brewster. Achso, Brewster finden. Mir ist das klein geschrieben. Ich kann ja nicht tasten auf meinem Bildschirm. Ja, das ist so ein bisschen. Ich folge jetzt der 129. Jetzt ist es die 135. Jo, macht mal hier. Ich versuche hier noch durchzusteigen. Ja, was denn? Das ist nicht so leicht. Schwierig, die Feuerin verstorben. Oh ja, gut, hier doch gibt es hier keine Belieben. Man kann ja nicht sein. Bericht senden. Aha. Die Drachen, Morty, für eine Handvoll Zombies. Oh. Das gab jetzt... Dafür gab es EP. Kriegerdenkmal, klar, ein Kriegerdenkmal gibt es immer wieder ein. Vernichtend. Nö, nehme ich nicht an. Ey. Wer nimmt denn einen Quest an, der von vornherein vernichtend ist? So, jetzt machen wir hier mal sinnvoll. Versuche mich jetzt mal nach der Minimap da oben zu richten. Irgendwie muss ich ja klarkommen. Oh, Kinder, das ist jetzt nicht wahr, ne? Ach du Scheißendreck! Oh, war doch gar nicht so schlecht. Dank meinem Mixer da, meiner Zwirbelwirbel-Dinger. Ich gehe jetzt trotzdem da hinten auf die Straße. Ah, geil, hat einer einen Hammer genommen. Das finde ich ja nur wieder cool. Jetzt hatte ich keine Zeit zu gucken, ob der vielleicht noch Tim Taylor heißt. Wäre echt lustig geworden. Was gibt's denn das hier bei uns? Sehr empfehlenswert, das Skill, wenn ich von allen Seiten habe. Sehr schöner Skill. Sehr schön. Genau das Richtige für mich. Völlig unkontrolliert und diffus, aber funktioniert. Ich habe noch keinen gefunden von diesem hier. Latsch ich wieder zurück und probiere mein Glück nochmal. Da ist ein grüner Kreis. Also,